Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Chunkbank. Ein weiterer Rundflug hier in meiner doch schon etwas größeren Fabrikanlage, möchte ich mal sagen. Fertigungsanlage. So, da aber Phosphor, aber keine Fläschchen. Jetzt haben wir wieder Fläschchen, aber kein Phosphor. Nein, Phosphor haben wir genug. So, aber nichts zum Dach weiterbauen. Ah, schwierig. Und der Akku kann man auch demnächst mal wieder laden. Gut gedeutscht, mein Freund. So, ich hau mir hier mal ein paar Filterchen mit. Dass wenigstens hier die Phosphor-Nachschub nicht immer so stagniert. So, raus mit dem Zeug, her mit den Filtern, zack. Alle Filterchen drin, den Phosphor, den pfeifen wir in die Umgebung. So. Und dann, wie sieht's hier aus mit Legierung? Okay, das kommt langsam nach. Oh, Alu sind wir schon wieder auf dem Weg der Besserung, deswegen hauen wir hier wieder aus. Das sollte nämlich dann auch schon wieder reichen. Ja, das reicht auf jeden Fall erstmal. So. Ja, ich würde so gern das hier rausnehmen. Aber das läuft dann halt hier erstmal nach. Außer ich nehme das Stück Band hier raus. Könnte ich eigentlich machen. Dann läuft hier auch nichts mehr nach. So, dann nehme ich mir das so aus. So, zack. Machen wir mal aus, brauchen wir sowieso nicht mehr hier. Macht nur Lärm. Ausgangslager, hier ist auch alles voll. Alles voll. Da nehme ich mir mal. Obwohl. Ne, da mache ich dann lieber so und tue hier nochmal eins rein. So. Okay, also jetzt läuft auch hier mehr für die Fläschchen rein. Die Fläschchen sind im Moment gerade der Flaschenhals. Aber Glas? Doch, Glas kommt nach. Okay, gut. Es wird gespeichert. So, nee, von meinen 200 Legierungen möchte ich nichts abgeben im Moment. Och, da waren wir schon. Schon. Hier haben wir aufgehört. So, wo ist es? Fenster. So. Dann hier. Die waren wieder falsch rum. Na toll. Egal. Sollte nicht stören eigentlich. So, wie ist das hier? 2 hoch. Ja. Nein, jetzt habe ich da nochmal ein drittes drauf gepackt. Und da komme ich nicht ran. Eieiei. So. Ach Mann, warum sind denn die andersrum? Jetzt passt es wieder, okay.
Ich weiß nicht, die sehen, glaube ich, von allen Seiten gleich aus, aber mein innerer Monk zwingt mich dazu, die tatsächlich richtig rum einzubauen. Und weil ich Angst vor der Bauaufsicht habe. Das ist je nach Winkel, wie ich stehe. Manchmal geht's, dass ich gleich doppelklicken kann und manchmal rutscht er nicht hoch. So. So rutscht er hoch. Wenn ich da drunter bin. Der brät hier sein giftiges Abgas in die Umwelt. Und Ende. Gut. Jetzt ist es schön leise. Der hier macht keinen Lärm. Aber der hat auch keine Fläschchen mehr. Der hat keine Fläschchen mehr. Okay. Konnte ich selber Fläschchen herstellen? Huch. Ja, könnte ich, theoretisch. Aber ob das dann wirklich arg viel schneller wäre? Der macht ja hier fleißig weiter, das ist ja eigentlich... Was fehlt dann? Es fehlt halt einfach an Legierung, ne? Wenig bei rum hier, ne? Ich frag mich ja, warum das da wartet. Warum wartet das da immer kurz? Ist das ein Fehler? Oder ist das ein Problem mit meinem Band? Ist da mein Band irgendwie kaputt? Oder was ist da los? Aber im Endeffekt ist es eigentlich egal. Kommt ja trotzdem raus. Oh ja, also guck mal, hier haben wir doch schon wieder ein paar Fläschchen. Moment, ich habe jetzt aber ein paar Mal 50 Stück hingeliefert. Ne? Sollten wir eigentlich bald die 200 fehlen, dann sollten wir dann bald haben. Denn dann kann ich mir natürlich Legierung schön abzwacken. Hier aus. Den Dinger können wir eigentlich ausmachen. So. Mal hier den Stromverbrauch ein bisschen runterfahren. Ja, komm, das mache ich auch aus. So, Hilfe. Aber was ich mache, tatsächlich... Ich bin im falschen Gang. So. Hier... haben wir auch schon wieder relativ viel. Das hole ich tatsächlich noch rüber. Nach dort. Nur da wird es abgeführt. Und dann mache ich zuerst mal das hier voll. Hep. So, erstmal Fläschchen reinballern. Hier weiter geht. So. Dann hier. Haben wir Filter? Ne, Filter haben wir jetzt gar keine mit. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen weiterbauen, bis die Legierung auch wieder fertig ist. Die 102 sind wahrscheinlich relativ schnell weg. So.
geht's weiter mit dem Glas. Vielleicht können die ja auch, die Drohnen, vielleicht können die ja einfach durch meine Dachplatten durchfliegen. Das könnte auch sein. Dass die sich da einfach durchquälen. So, jetzt ist hier Ende. Dann schauen wir mal nach dem Fläschchen. Denn dann brauchen wir, wie gesagt, keine weiteren Fläschchen mehr produzieren. Und dann hole ich mir das ganze frisch produzierte, die ganze frisch produzierte Legierung, um da mein Dach weiterzumachen. 923. Okay, es fehlen noch knappe 80 Stück. Die sollten wir mit der aktuellen Fläschchenlieferung eigentlich hinbekommen. Ah, das könnten ja schon 80 Stück sein. Also das hier noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, doch, das ja. Wird dann. Ja, schön. Miau. Huch, voll gegen die Wand gelaufen. So wird's nicht gemacht. Hier, das läuft fröhlich vor sich hin. Da können wir jetzt auch mit Verzögerungen tatsächlich können wir leben. Die stören da jetzt nicht mehr. Aber die Legierung, das stört mich schon noch gewaltig. Ist das Ding hier eigentlich aus? Warum ist das Ding an? Hier haben wir noch ganz viel Metallschrott. Gerade mir überlegen, irgendwie kriegt er das schon gar nicht mehr abgeführt hier. Wenn ich mich jetzt da bedienen würde, also nicht hier, sondern beim anderen, beim Kupfer. Das wären ja schon einige, die wir da zu Stahl machen könnten. Ach, weißt du was? Wir sind eh hier am Ende fast schon. Ich hole mir die raus und fertig. Kann ich da nicht? So mach. Dann sollte da auch nichts mehr reingehen. Dann gehen hier gerade mal 100 Stück rein. Und dann ist auch schon wieder vorbei mit Trennung. Aber alle kann ich nicht reinmachen. Das ist das Feld für Metallschrott, genau. Also wenn ich jetzt hier, zack, 100, Ende. Ja, jetzt staut sich das hier wieder und läuft dann wieder da schön in ein Band rein. Das hier dauert 2 Sekunden, braucht 4. Das heißt, das läuft auch langsamer. Thank you.
könnte ich eigentlich mitmachen. Hier mal wieder ein paar bauen. Und dann kann ich mir die hier rausnehmen. Und dann könnte ich hier selber Legionen. Achso, erstmal Start. Ach shit, ich kann ja gar keine Waren machen. Ach ja. Eieiei. Stimmt. Also wir müssen eh hier das Zeug nachfüllen. So. Ich kann ja gar keine Stahlwaren machen. Ja. Hast ja recht. So, dann kommt hier das Alu rein. Warum kommt da nichts raus? Das läuft doch schon wieder. Ja. Das läuft doch. So, jetzt sammelt sich hier auch wieder ein bisschen Legierung an. Also hier läuft nichts mehr rein. Da haben wir abgekapselt. Das heißt, es läuft jetzt eigentlich nur noch hier rein und runter. Sehe ich das richtig? Hier eine Trennung nach da, hier eine Trennung nach unten und nach da. Genau. Das heißt, ich kann mir von unten holen. Ich hole nochmal Fläschchen. Und dann stelle ich die auch ab. Nochmal 50 Fläschchen. Also die Fläschchen müssten wir jetzt genug haben. So, pass auf. Wir müssten jetzt, da haben wir ja nur noch 80 gefehlt, wir müssten jetzt eigentlich da alles haben. So, das machen wir aus. Und dann sammeln sich hier 100 Legierungen rein. Die kann ich eventuell von unten schon holen. Und da reinstecken, dass da definitiv Schluss ist. Ne, 200 müssen da drin sein, ne? Eieiei. Stimmt. Naja, hole ich mir die schon mal raus. So, aber dann... Entschuldigung. Dann läuft definitiv die hier... Läuft dann hier langsam voll auf 200 und dann ist Ende. Und ab da geht alles tatsächlich... Ja gut, es sammelt sich dann hier auf dem Band noch, aber dann sammelt es sich hier drin. Hier passiert nicht mehr viel, da geht es nicht raus, also geht es hier raus. Ja. Ich könnte auch direkt hier rausnehmen. Könnte ich auch mal machen. So, dann haben wir das da. Dann bringe ich die Fläschchen mal eben an Ort und Stelle. Wie sieht es hier aus? Soll ich Alu nochmal abschalten? Ah, ein bisschen. Obwohl, doch, das sind schon über einige 50er Stacks. Dann machen wir Alu nochmal aus. Hilfe. Nee. So, hier läuft auch noch alles. Da kann auch alles weiterhin volllaufen. Da können wir die ganzen Filter und das ganze Zeug können wir alles volllaufen lassen. Bis alle Bänder voll sind, alle Maschinen voll sind. So, hier können wir noch Fläschchen reinpacken. So, dann müssten wir eigentlich die 80 Stück müssten wir eigentlich jetzt dann fertig haben. Theoretisch. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich... Ja, wir sind voll. Sehr gut. Fläschchenproduktion habe ich ja jetzt auch gestoppt. Sonst haben wir keine Legierung mehr, oder? Für die Fläschchen. Das andere, die Fläschchen bestehen aus... die fertigen bestehen aus dem Phosphor und den Fläschchen.
Da könnten wir die Phosphor und so, die Maschinen könnten wir alle abschalten. Aber die machen ja eh nicht weiter. Die hören ja eh auf, wenn dann voll ist. Und ja, jetzt haben wir es erreicht. Es ist fertig. Das Band kann ich ja hier stehen lassen. Sonst müsste ich die da runternehmen. Also Band wieder abbauen, da habe ich eigentlich keine Lust dafür. So, dann würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause. Sehen uns in der nächsten Aufnahme. Wenn es dann wieder heißt, Time to play Chunkpunk. Und dann schaue ich, dass ich vielleicht das Dach noch schnell fertig mache. Und dann die Umwandlung. Denn wir kommen da ja schon. Also eigentlich müsste das Dach relativ schnell fertig sein. Mit genug. Also wenn wir die Fenster einmal nach oben, ne? Aber dann müsste das Dach, also wenn man da so, da macht man ja schon Fläche. Das ist ja schon. Müsste ja eigentlich schon relativ fix gehen dann. Schätze ich mal. Denn das Problem ist, wenn wir die Weltumwandlung machen, dann ist ja wahrscheinlich erstmal Schluss. Es könnte natürlich auch sein, dass dann noch nicht Schluss ist. Aber irgendwie will ich meine Halle dazu haben. Bevor wir die Umwandlung starten. Naja, wir werden sehen. Jetzt machen wir erstmal Folgenpause, sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.